Hallo ihr Lieben! Hi! Jetzt kommt so quasi das allerletzte Weihnachtsvideo. Ja! Hört das eigentlich noch zu Vlogmas? Das müssen wir gleich noch entscheiden. Haben wir uns noch gar nicht überlegt. Nee. Denn was gibt's heute? Es gibt die besten Geschenke, die wir beide zu Weihnachten bekommen haben. Genau. Wir zeigen euch eine kleine Auswahl von den Sachen, die wir bekommen haben und uns gegebenenfalls auch selber geschenkt haben. Und das Ganze unter diesem What I Got for Christmas, What We Got for Christmas Tag. Weil da einfach schon viele nachgefragt haben, denn wir haben schon viele Insta-Nachrichten bekommen. Wenn ihr auch mit dabei sein wollt bei unserer Insta-Community und uns auch gerne mal Nachrichten schicken wollt, dann seht ihr jetzt eingeblendet nochmal unseren Insta-Namen und wir freuen uns, wenn ihr da dann bald mit dabei seid. Auf jeden Fall. Und wir hatten ja zwar schon ganz kurz erwähnt, aber wir müssen das eigentlich hier nochmal richtig feiern. Wir haben die 1000 Abonnenten bei YouTube geknackt. Und zwar an Heiligabend direkt. Genau, es war das größte Weihnachtsgeschenk an uns, von euch. Von euch, genau, an uns direkt. Und das ist so cool. Und als kleines Danke für die 1000 Abos, die wir ja jetzt hier erreicht haben, haben wir ein ganz besonderes Video für euch vorbereitet. Genau, wir haben es in den letzten Wochen schon mal so ab und zu ein bisschen angeteasert. Wenn ihr gut aufgepasst habt, habt ihr vielleicht schon eine kleine Vorahnung, was es sein könnte. Vielleicht habt ihr uns in unserem provisorischen Tonstudio stehen gesehen. Vielleicht unterwegs. Wir verraten gar nicht so viel. Was wir euch aber verraten, ist, dass am 01.01.2021, also im nächsten Jahr, super lange hin, also bald, Freitag, um 10 Uhr ein ganz besonderes Video online gehen wird. Genau. Es ist kein Vlog, kein Lani Kitchen und es sind keine Monatsfavoriten. Es ist ein großes Dankeschön an euch für die 1000 Abonnenten, die ihr uns gebracht habt. Und wir sagen nochmal ganz doll Dankeschön auf diesen Weg. Ja. Und wir freuen uns, wenn ihr dann einfach am Freitag auch mit dabei seid, nachdem ihr den Kater vielleicht ausgeschlafen habt. Genau. Und wenn euch auch dieser Kanal gefällt, dann abonniert diesen Kanal doch und hinterlasst einen Kommentar. Genau. Daumen nach oben, wenn euch die Videos gefallen. Wir freuen uns immer von euch zu lesen, von euch zu hören, mit euch zu interagieren, denn es macht richtig Spaß und dann haben wir auch nicht das Gefühl, dass wir nur mit einer kleinen Kamera sprechen, sondern mit euch selber. Richtig. Und ich glaube, jetzt legen wir los, euch zu zeigen, welche Geschenke wir bekommen haben. Das erste Geschenk, über das ich mich wahnsinnig gefreut habe, ist etwas, was ich euch gerade erst erzählt hatte. Und zwar dem Tauschpäckchen-Video. Das verlinke ich euch jetzt einmal schnell oben auf dem i. Da habe ich euch von meiner kleinen Vorliebe erzählt. Und auch schon mal den Geschenkideen für die Frau. Und zwar ist es meine allerliebste Yankee Candle. Und zwar Christmas Cookie. Und Leute, die riecht original. Hey, ich will. Ich auch. Riecht ein bisschen, also ich finde es nicht wie Christmas Cookie, ich finde es jedes Mal wie Weihnachtsmarkt. Das ist so super vanillig, süß, aber nicht aufdringlich. So wie Mandeln gebrannt auch ein bisschen, alles. Ist einfach super lecker und ich finde, das kann man den ganzen Winter überbrennen lassen. Und das ist auch extra das große Glas, also hält es so 2 Wochen. Ist doch so lang? Also ich habe es noch nicht angefangen, aber es wird definitiv ganz bald drankommen. Und ich freue mich da tierisch drüber. Und die Yankee Candles, habe ich euch ja erzählt, duften auch wunderbar, wenn man sie einfach nur offen stehen lässt, wenn man sie gar nicht entzünden will. Das stimmt. Ich habe Socken geschenkt bekommen. Socken und Unterwäsche. Ja. Und das ist ja eigentlich, wo man mal denkt so... Aber nein, ich habe geile Socken geschenkt bekommen. Und zwar Rick and Morty. Ich weiß nicht, wer von euch diese Sendung bekommt. Diese Serie kennt. Die ist total abgefahren. Einfach mal reinschauen bei... Netflix, ich glaube, ne? Netflix läuft die. Sehr crazy, sehr zu empfehlen für Leute, die einen schrägen Humor haben. Und auch über 18 sind am besten. Empfohlen von? Meinem Neffen. Aber diese Socken sind so geil, weil die haben diese Rick and Morty Motive und sind super knallig bunt. Und ich finde, solche Socken kann man richtig geil geschenkt bekommen zu Weihnachten. Dann bei dem nächsten Geschenk habe ich festgestellt, wie alt ich geworden bin. Denn, oder wie alt ich mittlerweile bin. So alt. Ach, furchtbar, ne? Wärst du auch gerne mal wieder. Ja. Ist ein bisschen her bei dir. Ich sag nichts. Und zwar habe ich eine CD geschenkt bekommen von meiner absoluten Lieblingsband. Und zwar ist es Pur. Und das nennt sich 100% das Beste aus 40 Jahren. Ich dachte 100 Jahren. Jahre Pur. Aus 40 Jahren. Leute, ich habe vor 20 Jahren die für die 20 Jahre bekommen. Das ist irre. Also hätte mich jemand gefragt, wie lange ich die schon höre, hätte ich gesagt, so 10 Jahre. Aber das
Das ist der Beweis, ich bin alt, aber mega cool, wollte ich unbedingt haben. Und wenn ihr eure Künstler auch unterstützen wollt, gerade in diesen komischen Zeiten, dann kauft doch bitte die CDs. Ja, denn das hilft Streamingdienste, wirklich. Da kommt nichts an. Da kommt nichts beim Künstler an, aber wenn ihr noch CDs kauft oder als Download natürlich auch, aber am besten ist immer die CD. Da kommt am meisten beim Künstler an. Genau. Irgendjemand hat dem Weihnachtsmann geflüstert, dass ich gerne... Nein, Lakritz esse. Und zwar... Echt? Ja! Ich habe eine mega große Packung von Lakritz von Bülow. Nee, bei Bülow. Und zwar nicht nur eine, sondern zwei in echt. Die andere steht da hinten auf dem Tisch. Die ist schon, nein, ist schon ein bisschen angebrochen. Deswegen wollte ich... Ja, nein. Ja, nein. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ihr habt das alles schon mitbekommen beim Adventskalender. Also insofern brauche ich nicht viel zu sagen. Sehr geile, unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Wer Lakritz mag... Sehr, sehr geil. Wo wir gerade von Musik gesprochen haben, habe ich zwei, ich will mal DVDs sagen, ich habe den Unterschied zwischen Blu-ray und DVD immer noch nicht drauf, bekommen. Und zwar musikalische. Und zwar sind es Konzert-DVDs, Blu-rays von Sarah Connor. Es ist zum einen die erste, und zwar ist es die von dem Album Muttersprache. Ich muss mal schauen, dass das auch echt nicht so splendid ist. Und die zweite ist die vom letzten Jahr, und zwar von der Herzkraftwerke-Tour. Und Leute, es sind so, so, so coole Konzerte. Ja. Wir haben die gestern beide durchgehört. Gestern gab es 5 Stunden Sarah Connor. Und jetzt hat eigentlich leiden müssen, aber es hat ihm eigentlich Spaß gemacht. Ich habe nicht gelitten. Ich muss ehrlich sagen, sehr cool aufgenommen, schöner Ton. Das ist mir immer sehr wichtig, natürlich als Musiker, aber auch ein cooles Bild, also coole Kameraführung. Und hast du einen Favoriten? Ich glaube Herzkraftwerke, weil die noch ein bisschen stärker war, die Tour. Fand ich musikalisch auch. Und auch von der Aufnahme her. Genau, genau. Die war mega. Das eine ist mega. Ein Open und Air, ist Hamburger. Hamburger. Das geilste Konzert. Publikum der Welt. Hamburg. Natürlich, deshalb bin ich ja auch eine kleine Hamburgerin bei den Konzerten. So, also mega, mega cool. Und es gibt noch eine dritte Blu-ray von der Muttersprache-Tour. Nah dran nennt die sich. Mhm. Und da gibt's ich ja bald Geburtstag habe, habe ich dann schon mal so angefragt, ob ich die vielleicht haben könnte. Wenn ihr die Geschenke, die wir bekommen haben, jetzt auch mega cool findet, dann habe ich einen kleinen Tipp für euch. Und zwar werde ich alles, was ich finden kann, unten in der Infobox für euch verlinken. Dann könnt ihr da vielleicht auch mal stöbern oder so dem einen oder anderen was erzählen, was ihr euch vielleicht wünscht. Und noch viel wichtiger, schreibt uns in die Kommentare, und zwar... Was ihr zu Weihnachten bekommen habt, das interessiert uns auch ziemlich doll. Oder selber verschenkt habt, wenn ihr meint, das ist das mega coolste Geschenk. Das ultimative Weihnachtsgeschenk nächstes Jahr. Genau, nicht fehlen. Dann erzählt uns das unbedingt. Barbecue. Es darf natürlich nicht fehlen, meine Barbecue-Soßen. Und zwar, ich habe ganz viele bekommen. Laura, bringt noch eine hier ins Bild. Ich glaube, ich kann mich für die nächsten 2 Wochen über Wasser halten. Einmal, wie gesagt, die bekannte BBQ. Kennt ihr alle, hatte ich schon ein paar Mal vorgestellt. Sehr cool. Und von Lauras Mutter habe ich 4 unterschiedliche Barbecue-Soßen bekommen von der Smokehouse Barbecue. Bin ich sehr gespannt, wie die sind, ob die an die hier rankommen. Aber ich kann es mir vorstellen. Also insofern... Ich war ziemlich happy dieses Jahr. Dass ich dachte enttäuscht. Happy dieses Jahr, dass eins meiner Hobbys, mein liebstes Hobby fast sogar, in diesem Jahr nicht ausfallen musste. Anders wie viele andere Sachen, die dieses Jahr ausgefallen sind. Und zwar ist es ja das Backen. Ihr kennt ja mittlerweile meine Torten so ein bisschen. Ich finde sie cool. Ich finde sie mega cool. Und dafür habe ich noch ein paar Zusatzsachen geschenkt. Accessoires. Accessoires. Oder sagen wir einfach Backhilfsmittel, ne? Ich dachte Backtriebmittel. Nee, das war was anderes. Und zwar stelle ich euch da ein paar von vor. Als erstes dieses ganz unscheinbare Pöttchen. Wenn ihr aber genau hinschaut, steht da drauf, oh Gott, es steht Crackle Crystals. So, jetzt habe ich das Ding ausgepackt und war erst so ein bisschen überfragt. Aber da ich mir sowas mal angeguckt habe, war ich mir dann doch schnell sicher, was es war. Und zwar ist das, ich glaube, man sagt Knallbrause im Deutschen, ne? Genau. Das ist, wenn ihr... Ihr kennt alle dieses Kaugummi in den Tüten mit so einem Alien drauf, glaube ich, was so in Pulverform ist. Ja, oder den Joghurt, oder wo Joghurt, man so wo man das so reinmacht. Und wenn man das dann isst und im Mund das so knallt das und britzelt das und explodiert. Das und mega man muss cool. auf seine Zähne aufpassen. Nils also, hat gesagt, ich darf das nicht schütteln, damit das nicht vorher schon explodiert. Deshalb bin ich da sehr, sehr, sehr vorsichtig mit. Aber da freue ich mich richtig drauf, damit was backen zu dürfen ganz bald.
Wenn ihr übrigens wisst, wie man diese Backzutat, dieses Knallbrausepulver, gut verwenden kann, weil wir haben im Internet ein bisschen recherchiert und es ist schwierig, da was zu finden, weil es gab keine Betriebsanleitung oder Gebrauchsanleitung. Schreibt es doch in die Kommentare. Wir können uns irgendwie zusammenreimen, dass man es wahrscheinlich nicht mit Flüssigkeit in Kontakt bringen sollte, aber vielleicht habt ihr einen Tipp, wie man das benutzen kann. Das nächste Geschenk ist ein kleines, aber feines Geschenk. Und, hätte ich überhaupt nicht... Hast du es gleich erkannt? Nein, ich habe es wirklich überhaupt nicht erst zuordnen können, denn es sah so aus. Und, ich mach's hier schon. Von der Seite. Und, so. Ja. Und so. Und so. Wisst ihr, was das ist? Ein Tubenquetscher. Man kann diesen Stab rausziehen, dann ist hier eine Nut, wo man eine, ja, eigentlich schon fast leere Tube, Senf, Zahnpasta, Shampoo, was auch immer, also es muss halt eine Tube sein, reinziehen kann, dann kann man das Ganze in dieses, ja, in diese Vorrichtung schieben und dann dreht man die Tube auf und sie wird hier aufgewickelt und man kann sie ausquetschen. Das heißt, man kriegt auch noch den letzten Rest aus der Tube raus. Und muss es nicht immer aufschneiden und einen Deckel suchen. Ja, oder mit den Fingern so drücken und dann spritzt einem das ins Gesicht. Nein, sehr, sehr cool. Da freue ich mich riesig doll drüber. Auch wenn ich bei der Knallbrause noch nicht so ganz weiß, wie ich es benutzen kann, habe ich zumindest andere Vorlagen bekommen. Und zwar von Nils dieses Backbuch. Und zwar das inoffizielle Harry Potter Backbuch. Ich weiß, es gibt ein Kochbuch, was damals nicht so gut bewertet war. Vor 10, 15 Jahren bestimmt schon. Vielleicht auch nicht ganz so alt. Wer weiß, was so genau bei mir. Das Backbuch hat richtig gute Bewertungen. Und hier sind Sachen drin, die nicht nur zum Backen sind. Schaut mal, zuerst blätter ich auch Harrys Geburtstagstorte oder Geburtstagskuchen. Baby-Allraun, Pancakes, Dobbys Leibspeise. Butterbier gibt es, glaube ich, auch da drin. Dumbledores Lieblingstee. Butterbier. Butterbier. Siehst du, da ist es. Ich zeige es euch nicht so lange, weil Rezepte veröffentlichen und so weiter. Aber wir werden da bestimmt was draus nachmachen. Und wenn ihr Lust habt, kann ich mir gut vorstellen, dass wir mal so ein Lani Kitchen mit Harry Potter Rezepten machen. Harry Potter Special irgendwie so. Oder? Ne? Ja. Das wäre doch mega cool. Also wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es unten in die Kommentare mit rein. Was bei guten Weihnachtsgeschenken natürlich nicht fehlen darf, ist ein Spiel. Und ich habe von Laura ein richtig cooles Spiel bekommen. Und zwar nennt sich das Exit, das Spiel. Ihr kennt bestimmt alle diese Escape Rooms, die ja überall in vielen Großstädten irgendwie vorhanden sind, wo man sich einsperren lässt und dann irgendwie mit einer Gruppe von Menschen versuchen muss rauszukommen, indem man Rätsel Mensch löst. Mensch und Tier. Emma war auch schon mit dabei. Ah, okay. Ich bin mitgesucht. Hier kann man sich natürlich nicht einsperren lassen. Aber das Prinzip ist ein ähnliches. Diese Spiele bergen ein Rätsel, was man lösen muss, indem man die Zutaten, die hier drin in diesem Spiel sind, dafür benutzt, diese Rätsel zu lösen. Das Coole an diesem Spiel ist, dass selbst sogar diese Verpackung mitgenutzt wird. Es kann sein, dass da irgendwelche verdeckten Hinweise auf dieser Verpackung sind, die man nachher zum Rätsellösen braucht. Wir haben diese Sorte Spiel einmal auf einer unserer Reisen gespielt, weil schlechtes Wetter war und hatten zum Glück so ein Spiel. Nein, es war zu gutes Wetter, es war dir zu warm. Ach, das war's. Stopp, es war zu warm. Der Herr wollte in den Schatten. Ah, dann war's das. Ja. Und wir haben da, glaube ich, 3 Stunden oder so reingespielt. Sehr, sehr cool. Einziger klitzekleiner Nachteil, aber wenn man es als Nachteil betrachten möchte, man kann dieses Spiel nur einmal spielen, weil man... Wir können es auch nicht weiter verschenken. Genau, weil dieses Spiel so benutzt wird, dass teilweise Sachen zerschnitten werden müssen oder geknickt oder gefaltet oder was auch immer. Insofern, für Rätselfreunde eine ganz, ganz große Empfehlung und ich freue mich riesig drüber, dass es demnächst einen Spieleabend geben wird. Kleiner Zusatz von mir, die gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, davon gibt es eine riesen Bandbreite mit verschiedenen Themen. Oh ja, und das ist schon ganz schön schwer teilweise. Genau, wir haben jetzt die mittlere, ich glaube fortgeschritten. Es gibt auch noch Profi, da traue ich mich nicht ran. Und auch sehr, sehr cool, es ist ein Spiel, was man auch alleine spielen kann. Mhm. Das heißt, ihr könnt es alleine spielen oder als Gruppe rätseln. Und viele Leute suchen ja auch mal was, was man so alleine machen kann, anstatt eines Puzzles. Und da ist das vielleicht keine schlechte Idee. Ja. Wir bleiben nochmal beim Backen, denn ich habe mir etwas von meiner Mama gewünscht, was ich sehnlichst vermisst habe die letzten Male. Und zwar ist das ein großer Tortenring. Und zwar, oder auch Megatortenring. Für dich ja. Und zwar ist der 20 cm hoch. Es ist so, dass ich am Anfang, als ich meine Torten das erste Mal angefangen habe, ich mache die ja erst seit 2 Jahren so pompös, dass ich beim Schichten... Das wird manchmal ein bisschen schief.
so einen leichten Schiefstand hatte. Dann ist mir im Sommer eingefallen, ich kann das ja alles in der Springbackform schichten. Die ist allerdings nur so hoch. Das heißt, ab der zweiten Lage musste ich entweder die Form nach oben ziehen und da drin weiterschichten, damit dieser Turm irgendwie gerade bleibt. Und irgendwie hat es nicht funktioniert. Und deshalb habe ich mir gewünscht von ihr eine hohe, in der ich dann alles drin schichten kann und wo etwas nicht umfällt. Und das Coole ist, dass das auch noch stufenlos verstellbar ist von 17 bis 30 Zentimetern, weil die meisten entweder auf 26 oder auf 28 Zentimeter dann fest waren. Und hier kann ich einfach machen, worauf ich Bock habe. Und da freue ich mich richtig drauf, die auszutesten. Ich freue mich an Weihnachten auch immer ganz doll über Geschenke, die für die Küche sind. Oder Hausmann. Die. Ja, also ihr habt ja mitbekommen, dass ich gerne koche. Backen ist ja Lauras Seite oder vielmehr Lauras Passion. Ich mache die Süßspeisen und du das Herzhafte. Ich das Herzhafte, genau. Und ihr kennt ja alle unsere Küche, die ist relativ klein und wenig Stellfläche. Und ich habe dann manchmal denke ich, oh Mensch, wo lässt du jetzt deinen Löffel, deinen Kochlöffel? Oder wo lässt du den Deckel? Der nimmt ja auch immer viel Platz weg, wenn du irgendwie gerade den vom Topf runternimmst. Und ja, hat man manchmal keinen Platz. Dafür habe ich ein ganz tolles Geschenk von meinen Eltern bekommen. Es ist eigentlich ja eine Mehrzweckhalterung, würde ich sagen. Also man kann da natürlich sein iPad reinmachen, auch für Kochrezepte. Aber hier hinten drauf sieht man, oder hier vorne, ich habe es erst nicht erkannt, aber man sieht es hinten eigentlich noch besser. Vielleicht sieht man es auch in der Kamera. Ja, dass man einen Deckel drauf abstellen kann oder Kochlöffel oder was weiß ich. Finde ich sehr cool, die Idee. Gerade so, wenn man ein bisschen platzsparend arbeitet. Und eine Schale möchte. Als Vertiefung genau. Und die lässt sich rausnehmen. Die lässt sich rausnehmen und waschen. Das heißt, wenn da Fett reintropft oder so, dann kann man das nachher schön wieder sauber machen. Sehr cool. Das nächste Geschenk ist also das Highlight-Geschenk gewesen, was ich von Nils und seinen Eltern geschenkt bekommen habe. Und zwar ist es ein großer Koffer. Ich zeige es euch mal von vorne, denn da steht auch was drauf. Und wieder zum Backen, denn Little Airbrush, da drin ist ein Airbrush-Set für Tortendeko. Und Leute, ihr wisst nicht, wie oft ich Nils dieses Jahr in den Ohren gelegen habe mit hier könnte man ja eigentlich was nutzen. Ich brauche Airbrush, ich muss mir das irgendwann mal kaufen. Aber ich bin immer so geizig, ich kaufe mir dann, wenn, irgendwelche kleinen Sachen. Das ist ja auch nicht ganz günstig. Das stimmt. Deswegen habe ich mich auch mit meinen Eltern zusammengetan und wir haben gedacht, wir schenken das zusammen. Und ich habe jetzt was richtig Cooles. Und Leute, ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ich kann euch mal zeigen, wie schick das alles aussieht. Oh, das zeigen wir euch bestimmt in einem der nächsten Videos. Mit Sicherheit. Hier sind Farben mit dabei. Kriegen wir das irgendwie hochgehalten, ohne dass die Hälfte rausfällt? Pass mal, machen wir zu zweit. So, also es ist ein dicker, dicker, fetter Kocher, ja. Koffer mit Kompressorfarben. Gold, Silber, Blau, also Pink, Lila. Es ist alles dabei. Weiß, Schwarz. Was ihr euch vorstellen könnt. Und ich bin so gespannt. Ich habe schon von Nils die Anweisung bekommen, ich soll doch bitte demnächst mal so eine schnelle Torte backen und mal ausprobieren. Und ja, ich freue mich da so drauf. Leute, ich hatte eine 5 in Kunst, das heißt, es kann nur schlecht werden. Ach Gott. Oder aber... Sehr bunt. Ich mache es einfach bunt. Ja. So Batik-Style, ja. Oder? Kann da kann doch sein. Eigentlich nichts schief gehen. Ich glaube auch. Ich freue mich da mega drüber und ich brauche jetzt nochmal einen schönen Platz für diesen wunderschönen Koffer. Und dann lasse ich ihn nicht mehr los. Was darf in der Küche nicht fehlen? Ein Küchenbrett. Und es ist nicht ein stinknormales Küchenbrett, sondern von Joseph & Joseph. Und diese Dinger sind echt cool. Wer sie noch nicht kennt, die lohnen sich zu investieren. Die sind auch nicht ganz günstig, weiß ich. Es sei denn, man findet sie bei TK Maxx. Ah, das heißt, ihr habt auch mal eventuell Glück. Aber das Geniale an diesen Dingern ist, drauf schneiden, kennt jeder. Aber wenn man dann irgendwie Gemüse hat und möchte es in eine Schüssel haben, dann faltet man dieses Ding zusammen und kann es viel besser in die Schüssel rein knallen, hätte ich beinahe gesagt. In die Schüssel reinfallen lassen. Also, ziemlich cooles Weihnachtsgeschenk. Wir haben die ja schon in groß, also das ist jetzt die kleine Größe, die Mini-Größe. Wir haben eine mittlere und eine große. Und ich dachte, sowas Kleines für schnell brauchen wir auch. Und das ist endlich wenn man mal Zwiebeln schneidet oder so. Eine Männerfarbe. Das andere sind pink und lila. Das nächste ist ein Geschenk, was ich so cool finde. Und Nils sagte eigentlich, als ich mir gewünscht habe, oh je, nee, lass mal, ich finde das nicht so cool. Und zwar ist es ein... Achso, du hast deine Meinung aber mittlerweile geändert, oder? Ja. Ja, es ist ein Etikettiergerät. Sehr, sehr, sehr geil. Ich hatte nämlich Angst, dass jetzt hier alles etikettiert wird. Sei froh, du hast noch nichts auf der Stirn kleben. Es ist zwar ein Etikettiergerät, aber nicht von dieser typischen Marke, wie nennt sie die? Dümo, glaube ich. Ja. Sondern er ist von Brother und er ist mega, mega geil.
Also nicht nur dieses coole Lila, sondern ich glaube, das sieht man auf der Rückseite. Es gibt hier verschiedene Schriftarten einzustellen. Man kann Emojis da drauf machen, so Rahmen drumrum, also wirklich alles. Und was auch noch sehr cool ist, man kann damit, wo steht dieses Wort? Textil. Textil. Band. Band. Genau, also sprich Geschenkband, auch bedrucken. Und es ist so, so, so cool, einfach weil da so viel möglich ist. Ich habe mir eigentlich einen gewünscht mit weißer Schrift auf schwarz, was aber bei dem Ding hier noch richtig geil ist. Ich weiß gar nicht, ob es das für andere auch so gibt. Ich habe nämlich dazu von meiner Mama noch ganz viele von diesen Kassetten bekommen, in jeglichen Farben. Weiß auf pink, grün auf blau, was weiß ich, also wirklich von bis, irgendwas mit Gold war auch dabei. Normal weiß auf schwarz, schwarz auf weiß, da gibt es alles für. Und ich bin so happy damit und ich habe da, also ich habe ihn extra wieder eingepackt. Ich habe ihn schon mal ausprobiert, aber damit er jetzt noch schick ist für euch, habe ich ihn gleich wieder eingepackt. Aber ich werde da bestimmt beim loslegen und dann ist, glaube ich, nichts mehr vor mir sicher. Was wäre Weihnachten ohne ein Technik-Gadget für den Mann? Und zwar die neue Nein, es ist keine Drohne, es ist ein Tischstaubsauger. Ich bin ehrlich gesagt super, super gespannt, wie der funktioniert. Ich zeige ihn einfach mal ein bisschen näher. Es sieht aus wie ein kleiner Roboter eigentlich. Oder es spiegelt ein bisschen, so ist gleich besser, ne? Wie ein kleiner Roboter, hat aber keine Rollen drunter. Das heißt, man muss noch per Hand bürsten. Ne? Genau, so ein paar Bürsten drunter. Ist aber batteriebetrieben oder akkubetrieben. Kann man natürlich auch Akkus reinmachen. Und soll dann die Krümel vom Tisch saugen. Ich bin so mega gespannt. Der wird bestimmt die Tischdecke mit saugen und alles. Sonst geht alles kaputt und alles, ja, das Haus bricht zusammen. Drauf. Und alles ist irgendwie ganz. Das wird schlimm. Das wird ganz. Prima, damit Nils auch mal den Tisch saugen. Auch mal. Hallo? Mein allerletztes Geschenk, was ich euch zeigen möchte, ist ein Geschenk, was auf den ersten Blick gar nicht so viel hermacht. Und zwar habe ich mich auch ein bisschen gewundert. Es ist eine SD-Karte, aber irgendwie schon kaputt, offen, wie auch immer. So stand ich zumindest im ersten Moment davor. Und dann sagte meine Mama, ja, leg sie doch mal ein. Und eigentlich ist das schönste Geschenk, oder? Von allen. Denn meine Mama hat meine Baby- und Kindervideos, Kleinkindervideos, die damals auf VHS-Kassetten waren, digitalisiert und mir die hier bis heraufgezogen. Ich glaube, sie ist jetzt so, bis ich anderthalb war, ne? Ich glaube auch drauf, ungefähr. Sagte sie, und es sind so, so süße Bilder. Natürlich war ich das schönste Baby der Welt. Natürlich. Selbstverständlich. Nein, aber es ist einfach so viel drauf, auch aus Urlauben und alles das, was halt unsere Generation nicht digitalisiert haben. Du sagtest, von dir gibt es gar keine Babyvideos, sondern nur Fotos. Meine Eltern hatten keine Videokamera in dem Sinne. Sie hatten Fotoapparate. Ich habe ganz viele Fotos natürlich aus meiner Kindheit, aber eine Videokamera nicht. Das heißt, das ist schon nochmal ein Schritt nach vorne. Und es ist ja, die Kurzlebigkeit der Medien ist ja so wahnsinnig. Das heißt, man muss wahrscheinlich in 10 Jahren alles, was hier auf SD-Karten ist, auf irgendein anderes Speichermedium sichern, damit man noch Erinnerungen an seine Kindheit hat. Genau. Oder Jugend oder was auch immer. Also fand ich ein sehr, sehr tolles Geschenk, eine tolle Idee, dieses Videomaterial zu sichern und dir dann damit zu schenken. Genau, und Fotos oder sowas hat sie alles schon digitalisiert gehabt über die letzten, ich glaube, 10 Jahre hat sie das schon gemacht. Und hat da wirklich selbst die Dias von früher und, aber halt nie Videos. Und zu sehen, wie man irgendwie krabbeln lernt und laufen lernt oder Körperverletzungen innerhalb der Familie, wenn der Kopf des Babys gegen eine gewisse Glocke gedengelt wird. Ne, Oma? Ja, das tut weh. alles auf Band. Ich glaube, Körperverletzung verjährt irgendwann, ne? Irgendwann, ja. Scheiße. Entschuldigung. Nein, also es macht tierisch Spaß und es sind so, so schöne Erinnerungen. Ist vielleicht auch eine Art Familiengeschenk? Also wenn ihr, weiß ich nicht, mit Cousinen, Onkel, Tanten, was auch immer zusammenschmeißt, um so ein Gerät euch für die Familie zu kaufen. Denn wenn man einmal alles digitalisiert hat, braucht man dieses Gerät ja irgendwann nicht mehr. Deshalb, wenn man das so von einem zum nächsten weiterreichen kann, vielleicht auch eine coole Idee fürs nächste Jahr. Und für zu viel Freizeit, ja. Die wir ja aktuell viele haben. Mein Highlight-Geschenk dieses Jahr war ein Geschenk von Laura und ein weißer DIN A4-Zettel. Nein, natürlich nicht, sondern ein Ausdruck auf einem DIN A4-Zettel. Nein, auch nicht. Ihr seht darauf einen Organizer. Und da dieser Organizer noch in der Originalverpackung in Einzelteilen zerlegt ist, hat Laura coolerweise
die fertige Form auf einen DIN A4 Zettel ausgedruckt und mir geschenkt, dass ich sehe, was ich überhaupt geschenkt bekomme. Und das finde ich eine ziemlich geile Idee, denn wir haben bei uns im Flur, wie ihr seht, ist ja manchmal Chaos ein bisschen und auch auf den Kommoden, das heißt, da liegen meine Uhren und Schlüssel und ganz viele Ringe und Portemonnaies und alles mögliche und wie ihr gesehen habt, kann man hier zum Beispiel die Uhren ablegen, Sonnenbrille. Die Brille, Sonnenbrille, irgendwelche Stifte, Zettel, Kopfhörer, die AirPods und so weiter und so fort. Und das fand ich eine ziemlich, ziemlich coole Idee, weil Laura nämlich auch gesagt hat, es ist natürlich immer schwierig, noch was für mich zu finden. Und, du hast schon alles, was du brauchst. Ja, ich habe nicht alles, was ich brauche, aber ich weiß, es ist schwierig, was für mich zu finden. Und das war aber eine sehr, sehr coole Idee. Also insofern, lass dir immer weiter so eine Sachen einfallen. Und es wertschätzt eben auch einfach die Sachen, die du hast. Genau. Deshalb habe ich gedacht, wird es vielleicht ganz schick sein und dann müssen wir jetzt mal die nächsten Tage, wenn ein bisschen Ruhe einkehrt. Dann basteln wir das zusammen. Genau, basteln und ein bisschen umorganisieren und dann findest du deine Sachen auch wieder und fragst nicht plötzlich, wo ist mein Schlüssel, mein Portemonnaie? Und dann hebe ich mein Stirnband hoch und es ist da drunter. Das jetzt war also das vorletzte Video des Jahres und der Endspurt. Genau, der Endspurt. Und weil das nächste und das somit letzte Video des Jahres von uns am 31.12. online geht und wir dachten, 15 Uhr ist da vielleicht ein bisschen spät für einige, haben wir uns entschlossen, dann Donnerstag das Video auch auf 10 Uhr zu setzen, diese Woche. Also Donnerstag 10 Uhr, unser letztes Video des Jahres und Freitag 10 Uhr, unsere Überraschung für euch als Dankeschön. Wir hoffen, euch hat unsere kleine Geschenkauswahl gefallen, denn wir haben noch ein paar kleinere, weitere Geschenke noch bekommen, die wir hier jetzt aber nicht mit in dieser Runde noch gezeigt haben. Und das hätte das Ganze in den Rahmen hier gesprengt. Wir hoffen, dass ihr ein wunderschönes Weihnachtsfest hattet. Wirklich eine schöne Feier, trotz dieser C-Zeit. Und es bleibt uns nichts weiteres zu sagen als... Bis dann! Ciao! Ja, ciao.